Der Mord an Walter Lübcke, der Anschlag in Hanau, die Aufdeckung einer rechtsextremen, mutmaßlich terroristischen Vereinigung namens Gruppe S. Deutschland hat ganz offensichtlich ein Problem mit Rechtsextremisten. Aber wie genau schaffen Rechtsextreme das eigentlich, neue Leute anzuwerben? Wie gerät man sozusagen in die Fänge einer rechtsextremistischen Organisation? Was sind die Taktiken dahinter? Ich war Vorsitzende der Jungen Alternative, der Jugendorganisation der AfD. Aber als ich sie 2013 mitgegründet habe, waren die Mehrheit der Mitglieder ganz normale junge Leute und keine Rechtsextremisten, mit einigen gefährlichen Ausnahmen. Und diese wenigen haben es über die Jahre geschafft, viele Normalos auf ihre Seite zu ziehen oder zum Austritt zu bewegen. Aber sie haben auch neue Leute angeworben und dann für sich vereinnahmt. Ich konnte und musste jahrelang dabei zusehen, wie diese Gruppe immer größer und größer wurde und wie sie einen nach dem anderen Gehirn gewaschen hat. Bis ich 2017 endlich ausgetreten bin, weil ich mir eingestehen musste, dass ich den Kampf um die Köpfe innerhalb dieser Gruppe nicht mehr gewinnen kann. Ich habe viel zu spät verstanden, wie genau die eigentlich vorgehen. Falls euch meine Geschichte näher interessiert, die erfahrt ihr in diesem Video. Es gibt natürlich unterschiedliche rechtsextreme Vereinigungen. Neonazis vom Dorf unterscheiden sich zum Beispiel von identitären Großstadt-Nipstern. Nipster ist eine Mischung aus Nazi und Hipster. Ich hatte während der 4 Jahre, die ich Mitglied in der AfD und in der JA war, aber mehr Kontakt zu verschiedensten Arten von Rechtsextremisten, als mir lieb ist. Und deswegen weiß ich auch, dass gewisse Mechanismen flächendeckend angewandt werden. Du denkst, das könnte dir nie passieren? Lass uns den Test machen. Versetz dich für ein kurzes Gedankenexperiment in jemanden hinein, der von Rechtsextremisten angeworben werden soll. Bereit? Dann los! Falls du denkst, du könntest gar nicht erst mit solchen Leuten in Kontakt kommen, weil du zum Beispiel in einem coolen Viertel wohnst, in einem sehr modernen Unternehmen arbeitest und alle Leute, die du kennst, total normal sind, Vorsicht! Rechtsextremisten erkennt man nicht mehr am Äußeren. Und sie leben auch nicht in abgetrennten Habitaten. Mit welchen modernen Internetstrategien diese neuen Rechten arbeiten, das seht ihr in diesem Reportervideo. Natürlich tummeln die sich auch auf ihren eigenen Festivals, Konzerten und Demos. Und natürlich wäre es schön, wenn sie dort unter sich bleiben und darauf warten würden, dass hin und wieder mal ein Interessent von alleine zu ihnen findet. Denn dann wären sie nicht so erfolgreich. Den Gefallen tun sie uns nur leider nicht. Wir müssen an diesem Punkt einen kleinen Ausflug ins rechtsextreme Weltbild machen. Keine Sorge, Verstehen schützt vor Ansteckung. Rechtsextremisten haben je nach Ausrichtung unterschiedliche Feindbilder. Aber sie haben meiner Erfahrung nach alle eins gemeinsam. Sie sind der festen Überzeugung, dass wir alle in großer Gefahr sind und nur sie das sehen können. Alleine können sie aber gegen diese vermeintliche Gefahr nichts ausrichten. Also herrscht im rechtsextremen Bereich eine unheimlich hohe Motivation, die Unbedarften, die sogenannten Schlafschafe, zu überzeugen. Und wo müssen sie sein, wenn sie Unbedarfte für sich gewinnen wollen? Überall. Die versuchen einfach ständig neue Leute kennenzulernen. In den sozialen Netzwerken, in Sportvereinen, insbesondere in Kampfsportgruppen, in der Schule, an der Uni, im Dönerladen, auf Konzerten, beim Stadtteilfest, im Stadion. Vergiss nicht, die wollen dich, also werden sie da sein, wo du bist. Ich habe ihn 100 Mal gesehen, bis ich ihn verstanden habe. Den Einstiegstest. Der steht in der Regel am Anfang und soll zeigen, ob es überhaupt sinnvoll ist, es bei dir zu versuchen. Irgendwann im Verlauf des allerersten Gesprächs wird dieser Test beiläufig eingestreut. Das geschieht zum Beispiel mit einem rassistischen Witz oder einem sexistischen Spruch. Online kann das zum Beispiel auch ein geschmackloser Cartoon oder ein Song von einer rechten Band sein, den man in einem Tweetverlauf mit dir einstreut oder als Antwort auf eine von deinen Aussagen verwendet. Vielleicht ein Lied vom rechten Rapper Chris Ares. Wenn ihr über den mehr wissen wollt, empfehle ich euch dieses Dem Walulis sein Video. Die Musik ist durchaus konservativ rechts, also rechts der Mitte. Ich würde mal sagen CSU der 90er Jahre. Jupp, das klingt dann so. Es sind Ares und Komplott, sie ballern unsere Parts wieder hart im Betonblock. Solange hier noch Deutsche stehen, wollen wir eure Fäuste sehen, eure Fäuste sehen. Und sieht so aus, also Nähe zur identitären Bewegung, die vom Verfassungsschutz zuletzt als Verdachtsfall eingestuft wurde. Auf jeden Fall wird irgendwas kommen, bei dem jemand von der wachsamen Gegenseite, also ein überzeugter Antifaschist, sofort an die Decke gehen würde. So jemanden überzeugen zu wollen, wäre natürlich komplette Zeitverschwendung. Also schaltet unser Rechtsextremist in so einem Fall wahrscheinlich vom Anwerbemodus direkt auf Konfrontation. Oder er tut je nach Situation so, als wäre das gar nicht böse gemeint gewesen und entschuldigt sich, um bei den Umstehenden oder den stillen Mitlesern im Netz weiterhin gut dazustehen. Wenn bei sowas aber keine Gegenwehr, sondern vielleicht sogar ein Like oder ein Lächeln kommt, dann habe ich immer wieder erlebt, dass der Ton danach noch herzlicher, noch freundlicher wird.
denn dann lohnt es sich ja scheinbar, den eigentlichen Prozess der Anwerbung in Gang zu setzen. Und der beginnt damit, dass du die Person, mit der du es da gerade zu tun hast, erstmal sympathisch finden sollst. Das bedeutet, Achtung, Triggerwarnung, Rechtsextremisten sind sehr nett. Zumindest, wenn sie ein Auge auf jemanden geworfen haben. Zielgruppe sind dabei nach meiner Einschätzung vor allem junge weiße Männer, die entweder ganz normal, bürgerlich, unauffällig gekleidet sind oder eben auch sehr maskulin. Wenn du eine Lederjacke mit bunten Farbklecksen trägst oder bunte, halb abrasierte Haare und Piercings im Gesicht, dann bist du eher safe, was die Anwerbung angeht. Besonders hellhörig wird unser Anwerber, wenn er im Gespräch mitbekommt, dass du gerade eine schwere Zeit durchmachst oder aus irgendwelchen anderen Gründen isoliert bist. Bei Teenies sind die Klassiker Stress mit den Eltern oder Stress zwischen den Eltern, Probleme in der Schule oder Mobbing. In den 20ern ist es dann oft der Umzug in eine Stadt, in der man noch niemanden kennt oder Liebeskummer. Du fragst dich vielleicht, wie genau erkennen die das? Keine Angst, das können sie zum Glück nicht. Außer du sitzt gerade zufällig alleine und weinend in der Ecke einer Kneipe. Aber davon abgesehen, versuchen sie es einfach bei einem nach dem anderen. Und erst wenn jemand aus ihrer Sicht sehr gut passt, gehen sie einen Schritt weiter. Und wenn du gerade in einer Krise steckst oder generell gerade frustriert bist, dann bist du leider das perfekte Opfer. Denn gerade in solchen Situationen brauchst du ganz besonders dringend menschliche Nähe. Und die sollst du bekommen. Das heißt, im ersten Gespräch geht es erstmal nur um dich. Wenn du über Fußball reden willst, dann wird über Fußball geredet. Wenn du ein ernstes Problem ansprichst, dann wird zugehört. Dir wird Verständnis gezeigt. Dir wird zugestimmt. Dir wird Hilfe angeboten. Das Thema Politik wird, wenn überhaupt, höchstens gestreift. Eigentlich sogar eher vermieden. Man will dich ja nicht verschrecken. Immer langsam mit den jungen Pferden, heißt es ja so schön. Aber es wird schon mal vorsichtig nach möglichen Ankern gesucht. Gibt es bei dir vielleicht Ansichten oder Umstände, bei denen man später noch ansetzen kann? Haben sich deine Eltern scheiden lassen? Das kann man vielleicht mal irgendwann als Argumentation für ein konservatives Familienbild missbrauchen. Regt dich die große Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich auf? Dann kann man dich vielleicht später auch noch davon überzeugen, dass die Welt von einigen wenigen, Klammer auf Juden, Klammer zu, regiert wird, die riesige Vermögen horten. Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal wird gesammelt. Je besser man sich kennt, desto mehr politische Aspekte kann man einfließen lassen. Dabei wird dein Gesprächspartner erfahrungsgemäß mit sehr viel Fingerspitzengefühl vorgehen. Sobald er merkt, dass dir irgendwas zu viel wird oder zu weit geht, wird er zurückrudern oder abschwächen. Zum Beispiel, ja, ich meine ja nicht alle Ausländer, nur die, die sich hier nicht benehmen. Oder natürlich sollte die Frau das selbst entscheiden, was sie mit ihrem Leben anstellen will. Ich meine ja nur, die meisten wären selbst einfach glücklicher, wenn sie zu Hause bleiben könnten und nicht arbeiten gehen müssten. An dieser Stelle habe ich eine Bitte an dich. Hör auf, dir einen Rechtsextremisten grundsätzlich als dumm vorzustellen. Nur weil seine Ansichten moralisch falsch und verwerflich sind, heißt das nicht, dass er nicht sehr clever vorgehen und einen guten Instinkt für Gesprächsführung haben kann. Natürlich gibt es bei denen einige, die besser dafür geeignet sind und andere, die eigentlich selbst zum Plakateaufhängen zu dumm sind. Aber hier kommt ein anderer Vorteil rechtsextremer Gruppen zum Tragen, der mir aufgefallen ist. Die haben meistens eine Hierarchie, irgendeine Form von Hackordnung. Und der Redelsführer wird schon dafür sorgen, dass du am Anfang nicht mit dem Olli in Kontakt kommst, der Bananen mit Schale isst und beim Reden spuckt, sondern mit dem Thomas, der sich super ausdrücken kann und den man irgendwie einfach mögen muss. Dieser Thomas, sorry an alle, die wirklich so heißen, irgendeinen Namen musste ich ja nehmen, dieser Thomas weiß in der Regel auch, wann ein guter Zeitpunkt ist, dich mal anderen aus der Gruppe vorzustellen. Und wer hätte es gedacht? Die werden dann wieder alle unheimlich sympathisch, hilfsbereit und unkompliziert auf dich wirken. Es wird Alkohol fließen. Es wird alles getan, damit du dich wohlfühlst. Lass mal stecken, ich habe schon für dich bezahlt. Was? Du ziehst am Mittwoch um? Jungs, wer hat von euch am Mittwoch Zeit? Peter, brauchst du deinen Transporter? Können wir den gleich nehmen? Kurzum, du bekommst Wellness für die Seele. Nur leider hat dieses Wohlfühlprogramm einen hohen Preis. Denn je cooler du die Leute findest, je mehr du Teil der Gruppe werden willst, umso mehr spielen rassistische, homophobe und sexistische Überzeugungen eine Rolle. Um dazugehören zu können, machst du das eine oder andere moralische Zugeständnis. Vielleicht fühlst du dich nicht ganz wohl dabei, aber du denkst dir, naja, darüber kann man ja unter Freunden vielleicht später nochmal reden. Spoiler Alert, darüber kannst du später noch viel weniger reden. Bist du erstmal dabei, beginnt die eigentliche Radikalisierung. Der Kontakt wird dann sehr intensiv. Du wirst ständig für irgendwas eingespannt. Ihr hockt ständig aufeinander, hängt einfach nur zusammen rum oder bereitet irgendwelche Aktionen vor. Sie machen dir klar, dass sie dich gerne dabei haben und dass es ohne dich einfach nicht das Gleiche ist. Also wenn nicht gerade deine Oma Geburtstag hat, wäre es schon toll, wenn du immer da sein könntest. Und dadurch passieren zwei Sachen gleichzeitig. Erstens, die Gruppe wird immer wichtiger für dich. Du hast irgendwann einfach nichts anderes mehr. Oder du fühlst dich zumindest so. Irgendwann lässt du dich vielleicht sogar dazu hinreißen, so richtig blöde Scheiße mit den anderen zu bauen. Vielleicht lässt du dich besoffen und nur zum Spaß ja mal mit Hitlergruß vor der Hakenkreuzfahne fotografieren.
Aber du kannst den anderen ja vertrauen. Die würden dir daraus natürlich nie einen Strick drehen. Zweitens, du veränderst dich. Du hörst ständig von Ausländern, die Frauen vergewaltigt haben, von islamistischen Anschlägen oder vom Versagen der Regierung. Du bist eingebettet in eine Blase voller Rassismus, Verschwörungstheorien, Menschenverachtung, Hass und Angst. Stundenlang, täglich, über Wochen, Monate, Jahre. Irgendwann bist du von den anderen Rechtsextremisten in deiner Gruppe nicht mehr zu unterscheiden. Du bist Rechtsextremist. So, du kannst durchatmen. Unsere Horrorgeschichte ist vorbei. Es ist alles okay mit dir. Das Gute ist nämlich, dass du dich gegen alle Strategien in diesem Szenario wehren kannst. Egal an welchem Punkt in der Geschichte du mitbekommst, dass du gerade rekrutiert oder vereinnahmt wirst. Du darfst auf keinen Fall den Gedanken zulassen, scheiße, jetzt stecke ich schon zu tief drin, jetzt kann ich auch nicht mehr zurück. Wenn du das irgendwann jemals denken solltest, übrigens völlig egal bei welcher Gruppe, dann möchte ich, dass du dir selber sagst, ich werde einen Weg finden. Ich weiß, dass das schwer ist. Aber ich habe mich dem Einfluss dieser Menschen auch entzogen. Und ich kenne viele andere, die auch gegangen sind. Und keiner von uns hat diesen Schritt jemals bereut. Wenn ihr merkt, dass es in einem Gespräch mit einem Fremden nur um euch geht, dann stellt dem anderen ruhig mal genauso intime Fragen. Testet euren Gegenüber gleich am Anfang doch mal umgekehrt. Macht einen Neonazi-Witz, also einen Witz, der sich über einen Rechtsextremisten lustig macht. Wenn derjenige selbst keiner ist, wird es ihn ja nicht stören. Und wenn er einer ist, dann hat er danach keinen Bock mehr auf euch. Oder ihr lenkt das Gespräch aktiv auf politische Themen. Fragt nach der Meinung des anderen. Wer da anfängt rumzudrucksen, von wegen, ich bin ja kein Nazi, aber, bei dem könnt ihr getrost eine gewisse Vorsicht walten lassen. Und egal wie nett ihr jemanden findet, macht euch nicht abhängig von nur einer Person oder von einer fest zusammenhängenden Gruppe. Geht auch mal alleine feiern, trefft alte Freunde wieder, findet neue, probiert Hobbys aus. Auch wenn es euch nicht leicht fällt, ihr werdet auch anderswo Anschluss finden. Ruft die Nummer gegen Kummer an, die können euch bei den nächsten Schritten helfen. Und was am wichtigsten ist, wenn du gerade dabei bist, Teil einer rechtsextremistischen Gruppe zu werden, oder wenn du es vielleicht sogar schon bist und Zweifel hast, vielleicht sogar mit dem Gedanken spielst, auszutreten, dann versuch das auf keinen Fall auf eigene Faust, denn das kann sehr gefährlich werden. Nimm dafür bitte Kontakt mit Exit auf. Die sind darauf spezialisiert, Aussteigern bei ihrem Weg aus der Rechtsextremszene zu helfen. Den Link zu dieser Organisation findest du natürlich in der Beschreibung. Es gäbe noch vieles mehr zu diesem Thema zu sagen, aber ich glaube, das reicht fürs Erste. Wenn du noch Fragen hast, freue ich mich darauf in den Kommentaren. Ich sage jetzt aber erstmal tschüss und bis nächste Woche.